Ja, ihr Lieben, es ist der 4.4.2020 und morgen beginnt nochmal was ganz Neues für uns auch für Kurt. Ab morgen wird Kurt jeden Sonntag live auf YouTube sein, auf diesem Kanal sein. Wie die meisten wissen, hat Kurt ja in den letzten, wie lange jetzt, 2, 3 Jahre, 4 Jahre? Seit wann machst du die Praxisgruppe hier bei uns in Lindau? Einmal im Monat, und es war immer ein kleiner, überschaubarer Kreis. Und in der letzten Zeit wurden immer mehr natürlich durch seine vielen Online-Präsenz, Interviews und so weiter, Kongresse. Und durch die Umstände hat sich das jetzt ergeben, dass Kurt tatsächlich für euch alle live dabei sein wird, für euch da sein wird, wo ihr wirklich live auch Fragen stellen könnt im Chat und Kurt darauf antwortet. Magst du ein bisschen was davon erzählen, wie das für dich ist? Ja, ich freue mich natürlich vor allen Dingen, dass es möglich ist, dass jetzt viel mehr teilnehmen, weil bisher waren wir ja durch die Raumgröße begrenzt und inzwischen waren dann 2.000-3.000 auf der Warteliste, die gern gekommen wären, aber wir konnten sie nicht einladen, weil kein Platz war. Aber plötzlich hat sich durch die Situation das ergeben, dass wir technisch die Möglichkeit haben, beliebig viele Gäste zu haben. Und gleichzeitig glaube ich, dass es hilfreich ist, dass wir nicht mehr so lange machen. Ich habe das immer 2 Stunden gemacht, aber das überfordert doch manchen. Und auch nicht jeder hat gleich 2 Stunden zusammenhängend Zeit. Deswegen machen wir es also jetzt 1/2 Stunde und dann natürlich noch Fragezeit und Ausklang. Und das kann man verarbeiten und so viel Zeit hat man dann auch eher mal. Aber das Schöne ist, was mir daran besonders gefällt, dass das Bewusstseinsfeld dann einfach sehr viel größer und mächtiger ist. Und wahrscheinlich werden wir immer mehr werden dann dabei mit diesen neuen technischen Möglichkeiten. Und so gesehen müsste also jeder eine Portion mitbekommen von dem eigentlichen Bewusstsein, wie wir sein sollten, sodass das durch die Zeit hält. Und dann ist es ja auch nicht so lang, weil 1 Woche später sehen und hören wir uns ja schon wieder. Das Wort zum Sonntag wird es dann. Ja, was ganz schön ist, unser Gefühl eben auch, dass diese Zeit ja wirklich ganz viele Lichtträger, Bewusstseinsträger braucht und die gar nicht an einem Ort gebündelt sind, sondern jeder ist da, wo er ist und das Bewusstsein leuchtet und strahlt und teilt sich mit. Das heißt, jeder ist ja jetzt sowieso zu Hause und bekommt dort die Unterstützung, einfach an sich selbst zu erinnern und bei Bewusstsein zu sein. Und das morgige Thema ist ja auch, magst du es nochmal sagen? Bereit für die Welt von heute. Bereit für die Welt von heute, weil sie ist nicht mehr morgen, sie ist jetzt. Und ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich bin auch gespannt, wie die Resonanz ist und auch auf das Bewusstseinsfeld. Und dazu gehört natürlich, dass wir nicht nur auf uns schauen und schauen, wie komme ich besser zurecht mit der Situation, bin ich bereit für die Welt von heute, sondern das heißt ja auch, was ist mein Platz in dieser Welt von heute und was ist meine Aufgabe in dieser Welt von heute, sodass ich also wirklich für das Ganze denke und für das Ganze da bin. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Ich teile ja jetzt so ein bisschen die letzten Tage. Kommen gerade 2 Turteltauben. Ich teile ja jetzt die letzten Tage so meine Wahrnehmung, mein Erleben dieser Zeit. Und gerade jetzt in der letzten Nacht war es für mich spürbar, wie es heute, wie auf ein anderes Level gekommen ist. Wir sind wie in einer anderen Frequenz, in einer, ja, wer sich darauf einlässt, bei sich zu sein und da zu sein und sich zu erinnern, wer er ist, auf einer ganz anderen Ebene. Es sind heute so viele magische Dinge schon geschehen, Menschen aufgetaucht, die ich scheinbar vorher nicht kannte.
und jetzt gemeinsam mit allen, die ihr da seid, wirksam sein zu können in dieser Zeit, wo so sehr gebraucht wird auch. Das, glaube ich, war das Wort, gebraucht wird. Wir müssen einfach jetzt hinschauen, was gebraucht wird in dieser Zeit. Wir sind einfach ein untrennbarer Teil des Ganzen und da können wir uns nicht auf uns selbst konzentrieren, sondern wir müssen uns begreifen als einen lebendigen Teil der Schöpfung, der ganzen Situation. Ja, also dieses sich um mich kümmern, wie es mir geht, ist das Beste, wirklich bei mir zu sein und gut zu sein, in Ordnung zu sein mit dem, was ist. Und das als Beitrag hinauszusenden und zu teilen, anderem Chance zu sein, anderen die Hand zu reichen, andere zu erkennen, wer sie sind, damit sie sich selbst erkennen. Und das muss ja gar nicht verbal sein. Es geschieht ja ganz viel energetisch und still. Und mir auch bewusst machen, wer ist denn der andere, für den ich was tue? Das bin ich auch. In Wirklichkeit gibt es nur das eine Sein. Und das ist nicht immer bewusst, sondern wir denken an den Teil, für den wir glauben, verantwortlich zu sein. Aber wir sind natürlich für diesen Teil verantwortlich vordringend, aber wir sind auch Teil des Ganzen, ein lebendiger Teil des Ganzen. Und diesen Platz sollten wir ganz bewusst ausfüllen. Ja, was nimmst du denn wahr? So, gibt es eine, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, über die Aufgabe, was jetzt sich erfüllen möchte. Was gibt es da, eine globale Aufgabe, die viele betrifft? Gibt es verschiedene, wie Menschen, die mit einer bestimmten Aufgabe speziell für diese Zeit auch inkarniert sind? Individuelle Aufgabe darin, wie erlebst du das? Also offensichtlich ist ja die ganze Welt in einem Bewusstseinswandel. Das heißt also, eine alte Welt geht zu Ende. Wir sind schon mitten drin und eine neue Welt entsteht gleichzeitig. Und das ist eigentlich im Großen das, was wir im Kleinen vollziehen sollten, dass wir unser altes Ich, unser altes Sein loslassen und dass wir ja eigentlich unser wahres Sein entdecken, finden, leben. Und ich glaube, das ist die Aufgabe eines jeden in dieser Zeit. Ich hätte jetzt das Bedürfnis, einen Moment den Raum der Stille zu geben, dass jeder, der jetzt hier zuhört, sich eingeladen fühlt, wirklich nach innen zu spüren oder sich wahrzunehmen, so wie du gerne ja sagst, okay, ich sage, das ist mein Körper, wer ist es, der das sagt, oder das ist mein Name, wer ist es, dem der Name gehört, das sind meine Gedanken, so wer ist es, der diese Gedanken sehen kann, das sind meine Gefühle, wer ist es, der diese Gefühle bemerken kann, dass wir vielleicht einen Moment Stille geben, dass jeder ja wahrnimmt und erfährt, wer ich bin. Und was die Stille ihm zu sagen hat. Jetzt nur ganz wenig Worte, nur dass du nicht meinst, dass der Audioton abgebrochen ist. Nimm wahr, auch wenn keine Worte kommen, die Stille spricht. Das Energiefeld ist da, das Bewusstsein ist da. Leer heißt nicht, dass nichts da ist. Stille heißt nicht, dass sich nicht etwas mitteilen kann.
Ja, und wir laden euch ein, diese Stille in euch immer wieder wahrzunehmen, mit ihr zu sein, aus eurer Mitte, aus eurem Zentrum, im Bewussten hier und jetzt zu sein. Und automatisch von selbst kommen die Impulse, die wichtig sind, sortieren sich die Umstände aus unserem So-Sein und Dasein und sind einfach damit bestens für die Zeit des Heute ausgerüstet. Also eigentlich können wir loslassen, selber was zu tun, zu steuern und der stille Beobachter sein, wie es geschieht, wie, wenn wir uns als Energiefeld wahrnehmen, unseren Platz, den wir einnehmen, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, unsere Aufgabe wahrnehmen. Eigentlich brauchen wir nur zuschauen, wie es geschieht und es zulassen. Und wir lassen es zu, dass morgen das erste offizielle Livestream auf YouTube mit Kurt kommt und mit uns. Mit uns, stimmt. Ich darf am Ende, ich darf sowieso eure Fragen kurz vorlesen, bin also euer Sprachrohr der Fragen und ich darf mit euch dann am Ende das Bewusstseinsfeld, was da ist, wirksam, erfahrend mit euch teilen und ja, freuen uns, wenn du morgen mit dabei bist um 10.30 Uhr. Es geht dann ungefähr eine Stunde, gehen wir davon aus. Und es wird natürlich aufgezeichnet, es wird dann später auch auf YouTube noch da sein. Es ist ohnehin schön, immer wieder etwas, was dich berührt, wo es deine Wahrheit trifft und deine Wirklichkeit und wo du dich spürst, das auch immer mal wieder zu hören, das ist die Technik natürlich wundervoll. Also sage ich einfach, so wie man das Freunden sagt, bis morgen. Bis morgen.